kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Jetzt geht's ab. Hallöchen, meine Freunde des Let's Plays. Ja, ich bin Black Angel und wir spielen Assassin's Creed Revelations. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das Let's Play ist jetzt auch eine Weile her, da ich ja The Whispered World jetzt drei Parts hintereinander rausgehauen habe. Und ja, wir müssen jetzt als 80-Jähriger hier mit unserem Sohn... Nein, der Sohn ist nicht dabei, der ist schon vor oder so. Darf ich die töten? Kann ich die töten? Gut. Dort lang. Ja, ich weiß, dass man Linksklick machen muss, um Leute zu töten. Also so schlau bin ich mittlerweile schon. Okay, cool. Das war ja alles ziemlich einfach. Los. Aber dieser Edenapfel, der ist so cool. Aber ich finde, früher, also, was heißt früher, wo man... War das ein Assassin's Creed? Kommen wir runter? Nein, wir sind ja alt. Aha, ganz vergessen. Nein, im Teil 2 war das dann. Oder? Ey, was macht der denn? Was? Gut, alle hübsch. Ah, die sehen irgendwie ein bisschen scheiße aus. Ach, jetzt weiß ich wieder. Niccolo Polo. Das war er. Ha, ich könnte einfach mal nach rechts gucken. So, und jetzt wieder Ultimate. Attacke. Hä? Ich hab das noch nicht mal vollkommen ausgeführt. Ihr seid ja Schlappschwänze. Oh nein, ein Pferd. warum brennt denn der Baum hier bitte? So, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen. Wir wollen ja mal fertig werden. Nee, ich hab mir gerade den Trailer von... Was war das? Ach, was? StarCraft 2 angeguckt, also beziehungsweise das neue Add-on, was demnächst rauskommen soll, nämlich Herd of Swarm. Ich habe früher mal eine Zeit lang, komm wieder hoch. Eine Zeit lang habe ich früher StarCraft gespielt, aber die Zeiten sind momentan vorbei, weil man da relativ viel nachdenken musste und viel konzentriert spielen musste, aber dann habe ich auch Assassin's Creed gespielt und dadurch ist es dann auch mit der Zeit untergegangen. Aber man hat schon viel Spaß damit gehabt. Und jetzt habe ich mir den Trailer halt davon angeguckt. Fand ich richtig super, auch die Animation. Und wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, dann denkt man, oh, cool. Mir hat dann nur ein bisschen Musik gefehlt, die das noch ein bisschen besser heraushebt. Also, das hätte mir jetzt noch gefehlt. Was müssen wir hier machen? Oh, da stehen wieder überall Geister oder was auch immer das sind. Vater, seid ihr verletzt? Ah, nur einen Moment. Ah, das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen, es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Wir wissen es. Jetzt kommt mir nicht mit Ezio. Das sind die Nachrichten für Desmond Miles. Und jetzt hören wir mal Ezio weiter zu. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli,
und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. Es wäre traurig, aber du hast ja noch eine Chance. Wir wollen jetzt nicht in die Zukunft blicken. Das sieht mal wieder wunderschön aus. Aber ich finde auch in Assassin's Creed 3 haben sie das gut hinbekommen, wie sich da die Welt um einen aufbaut. Finde ich richtig gut, wie es da alles aus diesen Dreiecken besteht. Unser geliebter Ladepunkt. Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern, gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktien bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastche Ezio Auditore. Also, 10.000, das ist doch nichts. Ich habe ja selbst jetzt schon 16.000. Ich könnte ja einfach selbst den Informationen geben. Guck mal. Die suchen mich, Alter, als ob die nicht mal mein Gesicht kennen, ja? Und rennen wieder ein paar olle Weiber hinterher. Oh, Mann. Das müssten die mal machen, dass einem hier die schönen Weiber hinterher rennen. So viel gibt's ja nicht. Wo kommt die denn auf einmal her? Sind die gerade aus dem Nichts gekommen oder bilde ich mir das ein? Oh, 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 oh. Ey. Kein Zutritt, ihr Straßenköter wie dich. Ey. Ha, meine Männer machen euch platt. Huhu. Ey, gibt's nicht. Leiter, 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 Attacke! Hey, kannst du nicht von der Leiter aus runterspringen? Was bist du denn für ein Noob? Komm, ey, geh runter! Ja, aber er kann nicht boxen, oder was? Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich habe aus Versehen meinen Ast in deinen Rücken gesteckt. Soll ich sagen, was ich jetzt schon wieder vergessen habe? Ich habe vergessen, die Soundeffekte lauter zu stellen. Scheiße! Warum muss ich euch immer meine Fehler aufzählen? Das bringt doch nichts. Apropos Fehler. Ich hab, was war das? Nein, Respekt habe ich genug. Was war das? Achso, ja, Harry Potter. Ja, kennt ja wohl jeder. Ich hab's für meinen Teil sehr gerne geguckt, aber ich hab neulich irgendwo gelesen, ich bin mir nicht sicher, wo, in irgendeinem Portal sicherlich, upsala, dass sie da jetzt einen neuen Teil rausbringen. Also nicht einen neuen Teil, also sie es gibt ja so eine, wie nennt man das? So eine extra, dass du da irgendwie Hogwarts besuchen kannst. Ach ja, genau, der Theme Park von Harry Potter. In dem wollen die dann noch so ein kleines neues Stück von Harry Potter spielen. Also es soll dann so ein halbe Stunde Film sein. Wahrscheinlich für die richtig harten Fans. Also finde ich zwar ein bisschen unnötig, aber vielleicht machen sie ja was Gutes draus, was ich aber eher bezweifeln werde. Da ist einer unserer Leute, das heißt, hier ist was passiert. Nein, Claudia. Lass es ihr gut gehen, Gott. Der hat wohl von diesen besonderen Kräutern geraucht. Ja, ich hab von deinen Kräutern geraucht. Akzeptieren. Wenn angegriffen, 5 Wachen im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Ja, ich hab's ja nur immer ein bisschen schwierig mit diesen Speerkämpfern. Sonst müsste das eigentlich klar gehen. Sophia finden. Okay. Machen wir erstmal unser schönes Adlerauge.
Das ist nicht V, doch. Gibt's hier irgendwas? Oh. Oh, Yusuf. Scheiße. Ich glaube, es hackt, ey. Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Brüder! Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir! Und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Jetzt geht's ab. So, Ezio ist schlecht drauf. Ich bin jetzt auch schlecht drauf, weil ein sehr freundlicher, netter und hilfreicher Mensch gestorben ist, beziehungsweise getötet wurde. So, Leutchens. T-Drucken, um meine Assassinen einzusetzen. Ich wette, ich habe jetzt unendlich Assassinen-Signale. Komme ich da jetzt so ganz easy hoch? Nee, natürlich nicht. Wovon träume ich denn nur schon wieder? Ich habe da gerade gar nicht T gedrückt. Was glaubst du, wo der herkommt? Warum, um Himmels Willen? Los, macht ihn tot. Macht sie tot. Tötet sie. Ah, okay, gut. Ah, die kämpfen doch schon von alleine. Okay, ich renne jetzt einfach rein. Mach mal so. Ich hab wirklich unendlich. Nein, scheiße, ich wurde getroffen. Okay, passiert naja nichts. Rennen wir einfach. Ey, nicht fokussieren, nicht fokussieren. F. Wir müssen noch mehr Assassinen rufen, obwohl so viel habe ich gar nicht rekrutiert. Ich renne hier wieder hin und her, ey. Letztes Mal war das ja auch schon so beschwert. Bin ich auch voll bekloppt von A nach B gerannt. Oh, das war gerade kein guter Körper. Ezio, das müssen wir nochmal üben. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, nee, sind wir nicht stehen geblieben? Ja, Harry Potter, Blau und Keks. Der eine steht drauf, der andere nicht. Ich find's recht interessant. Wo kam der denn her? Jo, das hätte ich auch gerne drauf. Brauchen wir nicht, wozu brauchen wir denn die Scheiße? Komm her, los, kommt her, los, mach doch was. Der guckt erstmal zu, ja. So. Gnadenlos. Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich, und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek. Und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach
ändert sich alles. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Shesadim, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater... Nein. Okay, dann geht's jetzt weiter. Eigentlich ist da ganz schön was Wahres dran, ne? Auch, weiß ich nicht, ob man das auf die Realität, sage ich jetzt mal, auf unser Leben übertragen kann. Zum Beispiel, dass es so ist, dass eigentlich viele, die auf diesen Frieden hinaus sind, aber halt verschiedene Wege haben und manche sind bereit, dafür Opfer zu geben und manch andere wahrscheinlich nicht. Ist eine schwierige Frage, aber die Frage des Friedens ist auch ist generell eine der ungeklärtesten. Das ist natürlich auch ganz nice. Wollte gerade sagen, wenn es jetzt so bleibt, wäre es eigentlich eine gute Schlussszene für... Ey, Dicker. Ich hab mich gerade mal am Kopf gekratzt, ja. Er hat mich angegriffen, ja. Er hat mich angegriffen. Er hat mich angegriffen. Ey. Er hat mich angegriffen. Ey. Du kleine Kackwurst. Lauf zur Moschee. Denkt ihr, er kommt irgend so ein... Nein, das wollte ich nicht. Denkt ihr, er kommt irgend so ein gläubiger Gott und... Rettet euch. Hier, mein Arsch. Du verdienst es, deinem Opfer in den Tod zu folgen, Elender. Ja. Dong. Nein, Lauf, Drecksäcke. Ach, fick dich. Fick dich. Fick Schnitzel. Nein, wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende von diesem Let's Play. Ich weiß nicht, ob es diesmal etwas kurz geworden ist, weil ich vergessen habe, die Stoppuhr einzuschalten. Wenn es etwas kürzer ist, habe ich weniger zum Uploaden, aber wir haben ja immerhin eine Mission geschafft. Ich glaube aber nicht, dass es kürzer geworden ist. Mein Zeitgefühl ist nur gerade ziemlich im Arsch. Also, da sind wir jetzt am Ende dieses Parts und schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet und ja... Würde ich mich zumindest sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann guckt doch einfach mal vorbei, zum Beispiel bei der Playlist von Assassin's Creed. Und wenn ihr was über meinen Kanal wissen wollt, dann klickt einfach rechts hier auf das Bild. Und wenn ihr an meinem Soundtrack interessiert seid, der zum Beispiel jetzt gerade im Hintergrund läuft, klickt einfach links auf das Bild.